Es ist Montagabend, Gamerfreunde und Ladies, und wir sind wieder in Suffer the Night mit einem Hasen, der uns arg bedrängt und hoffentlich schaffe ich es heute, den auf den Grill zu hauen, wie den davor. Viel Spaß. Holy shit, ey. Wir sind so schnell, ey. Hallo, Eggers, grüße dich. Der Ofen tut es aber auch für den Hasen. Hi. Ziemlich harter Kampf, wie ich finde, irgendwie. Och nö, ey. What the hell? Da!
Ah, ich glaube, langsam bekomme ich das raus. Shit. Ach, verdammt. Oh. Ich glaube, man kann das immer nur einmal machen. Da ist er. Oh shit. Nein! Ah, verdammt. Oh, das Timing ist. Oh Gott. Mein Timing ist so schlecht. Besser. Immer noch nicht. Ja. Jetzt. Ja! Schafft. Lege lieber mal meinen Fuß auf. Der fühlt sich so an, als würde er den Strom aus dem Spiel abbekommen, so wie der eingeschlafen ist. Oh ja, das ist ein ganz komisches Gefühl. Achtung, hier kommt die Speise des Tages. Zum Mittag gab es Hirse mit Pilzpfanne. Späten Nachmittag Vollkornspaghetti mit Porree. Geraspelt Möhren und Sojasauce. Zum Mittag gab es Hirse mit Pilzpfanne. Und am späten Nachmittag Vollkornspaghetti mit Porree. Geraspelten Möhren und Sojasauce. Klingt gut. Klingt gut. Hat geschmeckt, bist satt geworden. Wunderbar. Oh, die Farben.
nicht gut. Es strahlt so extrem ab. Ich gehe mal schnell hier durch, dass ich hier nicht irgendwelche Partner oder sonstige Dinge verpasst habe. Ja, warte mal, hier hinten ist auch zu, nicht wahr? Oder sieht es besser aus? Nee, doch nicht, ist offen. Schlimmer ist das Gefühl, wenn man morgens aufwacht und der Arm so eingeschlafen ist, dass der sich wie Gummi anfühlt und nur schlapp runterhängt. Boah, ja, das ist ganz, das ist echt ganz komisch. Denkst du dann, dass du irgendwie... Naja, wie soll ich sagen? Bei mir war es jetzt nicht mal der Arm, aber vor einiger Zeit hatte ich auch mal das mit der Hand gehabt. Da habe ich auch gedacht, Gott, ich kann meine Hand nicht mehr benutzen. Boah, das war schon ein Albtraum. Und ich war wach. Okay. Ah. Hier ist dein Bein. I have a riddle for you, Stacy. Bei mir immer wieder der Arm. Taub ist kein Begriff dafür. Ah. Das ist schon sehr intensiv dann, was? Wow. Du verdammtes Stück Dreck. I will find you and I will kill. Wie bekomme ich das hier wieder raus, was? Der Schlüssel ist mein. Aber ich hätte gar nicht weggehen können von der Bombe. Das ist ja schon echt fies. So, na eben. Hier ist da noch eins, hier. Das kann man super schnell vergessen. Was habe ich jetzt eingesammelt? The World. Die Karten sind schon schön gemacht. Na, so intensiv, dass du nur noch fühlst, dass er sich wabbelig wie Gummi anfühlt. So muss ich Harry im zweiten Teil gefühlt haben, als locker die Knochen verschwinden.
ich mir speichern nochmal. Das ist echt intensiv. Na dann, mal sehen, wo wir jetzt hinfahren. Ich bin gespannt. Oha. Boah. Oha. König. Ah, the world. Nice. Ah. Mist. So, mal sehen, was er sagt. Very strange things have been happening of late. Hours have passed without me realizing it, and I can't recall what I was doing during this time. I experience full blackouts, and when I regain consciousness, I find whole new sections of code have been written for my game. Even though this keeps happening, I have an almost uncontrollable urge to continue. It's almost as if something or someone is driving me forward. A more interesting section of code written during one of these episodes pertains to Mr. Tops. The code contains a way for Mr. Tops to access the library of functions localized in the book I designed that controls the rules of the game's world. With access to these functions, Mr. Tops can quite literally change the game for a unique experience with each playthrough. Uh-huh. In letzter Zeit passieren sehr seltsame Dinge. Stunden sind vergangen, ohne dass ich es gemerkt habe, und ich kann mich nicht erinnern, was ich in dieser Zeit gemacht habe. Ich habe komplette Blackouts, und wenn ich wieder zu mir komme, sehe ich, dass ganze neue Codeabschnitte für mein Spiel geschrieben wurden. Obwohl das ständig passiert, spüre ich einen fast unkontrollierbaren Drang, weiterzumachen. Es ist fast so, als ob etwas oder jemand mich antreibt. Einer der interessanteren Codeabschnitte, die während einer dieser Episoden geschrieben wurde, betrifft Mr. Tops. Der Code enthält einen Weg, für Mr. Tops auf die Funktionsbibliothek zuzugreifen, die sich in dem Buch befindet, das ich entworfen habe und das die Regeln der Spielwelt kontrolliert. Mit diesem Zugriff auf diese Funktion kann Mr. Tops buchstäblich das Spiel verändern, damit aus jedem Spieldurchgang eine ganz einzigartige Erfahrung wird. Oha. Heißt der Mr. Tops? Mal schnell speichern. Ich bin froh, dass ich den Hasen auf den Grill geschmissen habe. Wie sieht denn der eigentlich aus? Ist das eine Schutzmaske oder eine Gasmaske?
Eine Schutzgasmaske. Oh, das hat bestimmt irgendwas mit Dunkelheit zu tun. Oh no. Okay, hier kommen wir also wieder raus. Oh shit, okay. Oh Gott. Nein! Oh, das ging viel zu schnell. Nein! Scheiße. Okay, immerhin hier. Ah, das ist schon ein bisschen schwierig. Ausgeschalten? Ja, gut. Ah, aber gerade in dem Moment, wo die ausgefahren sind. Ah, okay. Oh shit. Oh mein Gott. Oh, das war jetzt aber. Speichern. Das war jetzt echt knapp. Ist wie bei Saw, wenn dann die Fallen angehen. Okay. Was haben wir hier zu tun? Rot, grün, pink, blau. Oh, hier ist ein Shotgun drin. Oh, hell yeah. Okay, das heißt, die Gegner werden auch härter. Oh no, was sind... Oh Gott, das kommt bestimmt vorgeschossen. Hey, jetzt guck dir das an. Das Glas ist laminiert. Ich denke nicht, dass ich es zerbrechen oder darauf schießen könnte. Okay. Ach, guck mal an, was haben wir denn hier alles? Ah, eine 2, okay. Eine gute Taktik hinzuhauen und dann zurückzugehen. Ja.
Ah, okay. Noch was hier drin? Okay, eine 2. Also wahrscheinlich, wahrscheinlich Reihenfolge. Wenn sie noch funktionieren sollte, bekomme ich eine 360 geliehen, damit ich die Spiele von Sosi zocken kann. Cool. Was hast du denn da dann für welche? Weißt du das schon? Ja, okay. Ah, der 1 ist rot, okay. Ich meine, hier kann man die ja gut sehen, hier, ne? Immer noch die, über die wir vor einer ganzen Weile gesprochen haben. Ach, die, ja. Schön, schön. Da seht ihr euch ja bald wieder, oder? Für den Tausch oder fürs Ausleihen. Die tanzenden Skelette. Nicht mehr synchron. Okay, ja. Rot 1, 2, pink. Rot 1, 2, pink. 3, grün. Yeah. Wow, mit Pointer? Wow, holy shit! Oh. Was? Ich dachte, die kommen über den Raum geflogen. Gott. Scheiße, ey, was sind das für Dinger? Hast du das gesehen? Der mit der Konsole wohnt direkt neben mir und die Spiele sind immer noch hier. Ach so. Wow, was waren das jetzt gerade für Viecher? Holy shit, ey. Wait, warte mal. Okay, die sind jetzt noch fest. Ihr Drecksviecher fangt an zu laufen und spuckt Feuer? Oh nee, ey. Kann ich das trotzdem lösen? Warte mal, wie war das so jetzt? Huh? Wait, what? Wieso geht das nicht? Tatsache! Gott, wie soll ich noch gegen die kämpfen? Boah, es ist mies! Nein! Nein! Oh, hätte ich die dadurch ausschalten können oder war das nur für die Tür? Okay, ich kann die also nur mit der Schrotflinte besiegen. Shit. Ich kann mit Feuer gar nichts machen. Aha.
Wenigstens funktioniert das Rätsel so, dass... Das war nicht für dich. Ah. Jetzt gehört's aber mir. Ja, damit kann ich die besiegen. Halleluja, ey. So, warte mal hier und sonst noch irgendwas. Sehr, sehr cool. Oh, ja, Taschenlampe. Das ist ja nice. Oh nein. The Moon. Wait, habe ich den verpasst? Speichere es trotzdem erstmal. Ich habe doch eigentlich geguckt. Ne, wir wollen ja eigentlich nur die hier. Doppelläufige Schrotflinte, Bockbüchsenflinte mit verkrummtem Lauf mit 28 Zoll Abzugsschacht, Hifvis-Visier, selektiven Einzelabzug und Abziehvorrichtung. Wow. Die ist richtig gut ausgestattet. Okay, cool. Mist, habe ich das verpasst? Schade. Oh, fantastic. Fire. Love this for me. Ja, ich finde Feuer auch super. Oh, ich kann es gar nicht besiegen. Oh, das ist aber toll. Oh Gott, was ist das für ein Rhythmus, den ich hier machen muss? Ah, was zum Geier? Hallo? Okay, das ist... Oh. Oh no. Och nee, ey. Oh, was ist denn das hier für ein Abschnitt? Boah, ist das fies, ey. Wow. Wow. The hell? What? What?
Boah, das ist echt mega mies. Das ist fies. Ich öffne die Wand und dann kommen die Spitzen. Ey. Das ist scheiße. Boah. Nee, also. Oh, fantastic. Fire. Love this one. Also das ist zu krass. Bei manchen siehst du gar nicht, ob du noch weiter hinten hingehen kannst oder ob das nicht geht. Oh, fantastic. Fire. Love this game. The freak. Wie soll ich das? Nee, das ist scheiße. Feuer und Stacheln. Das ist scheiße. Ich kann nicht gucken, scannen, die auf die Stacheln achten und dann noch im Feuer ausweichen. Hätten es wenigstens so machen können, dass man die abschießen kann. Oh, fantastic. Fire. Love this for me. Yeah. Ja, ja, ja. Oh, hier ein Schalter. Hoffentlich kann ich es ausschalten. Oh, Gott sei Dank. Oh, da bin ich aber froh jetzt. Das hättest du sonst nie machen können. Okay, also gibt es die Chance, dann... Wow, nee, Moment mal, was? Wow, wow, wow. Okay, also ich komme von hier. Hier ist der Schalter, okay. Hier geht's um die Ecke. Was ist denn hier jetzt? Oh, hier ist trotzdem was. Was geht's denn? Wo geht's denn hier hin? Oh, ist das die Karte? Ist das die, die ich jetzt brauche, oder ist das eine neue? Der Tower. War das jetzt der Turm? Oh, lass mich noch mal kurz gucken. Nein, ist der Mond. Wo kriege ich jetzt den Mond her? Oh, ich habe das bestimmt verpasst. Scheiße. Mist. Okay, so habe ich ein bisschen mehr Umgebungslicht. Bestimmt schon vor Tagen. Nein. Achso, nee, warte mal. Ich muss natürlich nochmal speichern gehen. Mond. Ja.
Okay, dann halt verbrochen. Das ist geil. Oh Gott, wenn das hier davor war, dann habe ich es echt verpasst. Mist, ey. Oder doch Monaten. Oder noch länger vor Jahren. Mit Schluss jetzt. Mein Gott, verdammte Scheiße, ey. Are you kidding me? Du, ja, ey. Ich könnte das noch sehr lange weiterführen, bis über 90 Nullen, aber dann werden wir wahrscheinlich erst morgen früh fertig. Ja, das geht nicht. So, jetzt habe ich das gecheckt, dass es die Lichter sind. Gut, du kannst es also nicht sein. Oh, verdammtes Scheiß Drecksding. Oh, hier. Ich darf halt nur keine Langeweile bekommen, dadurch habe ich nämlich noch weitaus mehr Zahlen gelernt als normal ist. Ah. Dann schreib mal mir in Discord die größte Zahl, die du kennst. Und schön getrennt, dass ich die auch lesen kann.
So, jetzt habe ich die ganzen Scheiß hier endlich abgeschalten. Jetzt kann ich mich in Ruhe umgucken und ich hoffe, ich finde diese Karte. Hier ist der Tower. Na toll, den habe ich gefunden. Oh. Geweih. Entwicklerkassette, okay. Oh, Nummer 10 sind wir schon. Mal sehen, was er sagt. I can feel reality shifting around me. My mind is fracturing and I've begun having sinister thoughts about hurting myself and others. I am plagued by hallucinations of the world around me shifting into what I can only describe as a copy of what I created for my game. I have no will to stop. My singular focus is to finish my work. I'm now convinced that something has infected my mind and is trying to possess me. I must find a way to fight back. Nicht, dass der das ist? Der Entwickler? Der so verwandelt wurde? Ich spüre, wie die Realität um mich herum verschwimmt. Mein Verstand zerbricht und ich bekomme unheimliche Gedanken, mich selbst und andere zu verletzen. Ich werde von Halluzinationen geplagt, in denen sich die Welt um mich herum in etwas verwandelt, was ich nur als eine Kopie dessen beschreiben kann, was ich für mein Spiel kreiert habe. Ich habe keinen Willen, aufzuhören. Mein einziges Ziel ist es, meine Arbeit fertigzustellen. Ich bin jetzt überzeugt, dass etwas meinen Verstand infiziert hat und versucht, von mir Besitz zu ergreifen. Ich muss einen Weg finden, dagegen anzukämpfen. Oder du hast eben dann dadurch was erschaffen. Die andere Karte nicht finde, das nervt mich schon. Na gut, so sei es. Na, okay. Das sieht schon cool aus, muss ich sagen, ne? Perspektive. Oh, da hinten ist er schon. Da hinten ist er schon. Das sieht schon cool aus, das wirkt richtig cool. Ah ja, schön. Warum müssen wir wirken lassen? Ja. Bendy and Ink Machine. Kommt auf jeden Fall hier durch, okay. Ja, irgendwas mit Nachtsicht, oder? Oh, hallo. Geweiß, sehr gut. Oh nice, Schrotflinte. Und Revolver. Cool, das erste Mal konnten wir das öffnen und speichern. Jawoll. Yeah. Das sieht nur wieder nach einem Bosskampf aus, ja. Das wird auch einer sein. Okay.
speichere lieber nochmal zur Sicherheit. Man weiß ja nie. Hm? Spiel gespeichert. Ja, da denkt man immer, da ist irgendwo eine Karte, aber no. Okay, was haben wir hier? Und wir sind drin. Okay, wieder die Farben. Oh Gott, das ist ein riesiges Gebiet hier. Lass uns mal gucken, bevor wir... Oh shit. Oh, das ist schon alles aktiv. Ja. Oh wow, okay. Kann ich hier irgendwie... Ist wieder so eine Batterie hier? Lässt sich nicht öffnen. Aha. Keks, danke. Du willst nur mehr Kekse bekommen. Gib mir die Packung. Gib sie mir. Warte mal, was ist denn da hinten? Da ist irgendwas Rotes. Ist so, okay. Hm. Also ich glaube, sobald sich das absenkt, kann ich rüber, ohne verletzt zu werden. Ach nö, nicht du. Okay, die kann ich nur so besiegen. Okay, sind wir beim ersten. Oh, das ist der Hut von dem. Wait, what? What? Oh, okay. Wie bestätige ich das so? Oh no. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Oh, du scheiß Drecksvieh, ey. Verschwinde in den im Boden. Okay, das ist immer noch an. Warte mal. Ah, hier. Nur wenn du speicherst, die Packung ist jedenfalls nicht gerade klein. Und wenn ich kurz vor Weihnachten die endgültige Brücke habe, werde ich die auch endlich probieren. Ja, köstlich. Mit schönem Zeug drauf. So, bist du jetzt abgeschalten? Ja, nice. Okay. Ja, sieht schon scharf aus. Ah, und dann haben wir hier. Wow. Damit können wir die Dinosaurier zurückholen. Und was hast du so für ein Haustier? Ach, ich habe so einen Velociraptor. ich habe nur einen Hund. Bring deinen Hund am besten nicht mit. Lassen zu Hause. So, warte mal. Okay, dann lasse ich gleich mal die bereit. So, das ist es. Du wirst
Sterben. Tja. Wo ist das Ding? Hier. Patch abgeschlossen. Das ist das einzige Spiel, was im Spiel live gepatcht wird. Das gab es noch nie auf dem Planeten. Das sogenannte Patch-Spiel im Spiel. So, das habe ich gleich ausgeschalten. Hahaha. So, haben wir beide auf der Seite, rot und grün. Genau, wenn wir das dann haben, würde ich sagen, dann geht's in den Bosskampf im nächsten Raum. Ja. Stimmt, ich wüsste kein anderes Spiel, bei dem das so ist, ja. Bevor du überhaupt den Mund aufmachst, habe ich dies schon entfedert. No. Okay. Es war noch gelb. Okay, dann ist es natürlich Bär mit den Stacheln. Scheiße, ich habe nicht nachgeladen. Oh, shit, 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 shit. Man. Glück gehabt. Oder war es können? Wahrscheinlich eher können. Strategisch. Ja. Ja, ich weiß, Robo. Verdammt, wo ist die Karte? Boah, die liegt bestimmt wieder irgendwo schief rum oder so. Okay. Warte, was mit der anderen Nummer nachladen? Ja, das Licht müsste wirklich eindeutiger sein. Was? Destroy Mask First. Also als Schutz. Hm. Oh, hell yeah. Oh, wow. Speichern.
Kekse. Was ist überhaupt ein Keks? Berichte. Ja, speichern. Speichern. Speicher. Dankeschön. Ja, ich versuch's. Ich versuch's. Oh, jetzt geht's los. Das ist aber nicht der letzte Hase. Ach du Scheiße, Feuer. Oh my goodness. No! Oh! The hell? Oh, so ist das gedacht. Och nö. Nein! Ach, okay, das ist blöd, ja. Wow, are you kidding me? How the hell? Also muss ich das immer nur einmal machen? Tatsache. Oh, kannst du mich immer durchlassen in dem Moment? Das ist ja unschaffbar, das Ding. Jetzt hab ich dich. Ihr habt die Maske zerstört. Oh Gott. Nein, lass mich. Das trägst du. Oh, wie schnell die mal ausweichen, oder? Ja. Jetzt lass mich hoch. Nein! Ah. Oh. Oh Gott, das will ich. Da hat er schön bei abgekommen. Lass mich. Verdammt, das Drecksvieh. Und gleich nochmal eine drüber. Du musst schon kaputt gehen, ja? Komm von der Seite. Feigling. Ja. Das kann ja nicht sein, ey. Oh shit. Schnell, lass mich durch. Lass mich. Okay, danke. Oh, shit. Das war nicht gut von mir. Okay, das hat geklappt. Timing. Oh, der ist immer noch nicht kaputt. Was zum Geier? Jetzt geht er runter. Da ist er. Immer noch Hafer, okay. Hafer, ja. 600 Gramm in der Packung, okay, cool.
Jetzt ist er kaputt. Ah, geschafft. Ja, nice. Das lief richtig gut. Ich werde langsam zum Profi-Hasengriller. Aber ich glaube, wir sind in der Arena. Bei den Kämpfen sind keine Karten versteckt. Okay. Ja, die Maske hat ein bisschen was ausgehalten. Mal nachladen. Oh. Ach nee. Okay. Wait, what? Oh Gott, er macht irgendwas mit Feuer dann hier. Ah, oh, hier ist die Maske. Hm? Ah, der Monitor ist kaputt. Königsschlüssel, okay. Warte, hier können wir bestimmt was scannen, oder? Was? Nein? Echt nicht? Ich habe leider, glaube ich, schon zwei Karten. Die eine habe ich zwar gefunden, die konnte ich aber nicht nehmen. Und die eine weiß ich, die habe ich aber nicht gefunden. Das ist schon schade. Keks. Ach, kommt doch bestimmt noch ein vierter Hase, oder? Oder kommt er jetzt gerannt? Schön mal wieder Achterbahn zu fahren. Also heißt der echt Mr. Tops? Stacy. Ah, oh, okay. Und wir sind wieder am Anfang. Da lacht uns wieder an. Ja, kein Hase mehr da.
Aber wo findet man die Schwingen? Also wirklich. Das sind wahrscheinlich irgendwelche geheimen Sachen noch irgendwie. Das muss ich mir mal in Ruhe angucken, wo man das findet. Dann ist er dann irgendwie zu dem dann geworden. Könnte das so sein? Immer mehr erschaffen und dann ist er zu dem geworden, oder die hat den dann übernommen, die Figur? Ja, war ganz cool in dem Paradies hier. Habe ich jetzt überhaupt? Find a way to escape. Ja, warte mal. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich hin muss. So, hier ist das, ja. Mein rechter Arm. Oh, okay. Dir alles gebracht. Ich bin vollständig in meinen vier Gliedern. Zwei Arme suchen im Inneren nach Kraft, zwei Beine erstrecken sich außen und treiben mich vorwärts. Nur dann wirst du von meiner Hand gesegnet. So. Nein, nein. Ah, so. So ist besser zum Gucken. Was ist das? Was ist das? Hä? Manche Feinde sind versteckt und können nur mit dem Scanner erkannt werden. Sie sind immun gegen normale Waffen, können aber mit Blitzaufsatz betäubt werden. Oh. Rüste den Scanner aus und drücke die linke Maustaste, um mit dem Blitzaufsatz einzusetzen. Aber Vorsicht, erst laut und dauert eine Weile, bis du ihn wieder einsetzen kannst. Oh, betäuben. Ah, verstehe. Okay. Boah, das ist echt ein großes Skelett. Pegasus Waben. Okay, krass. Wow. Okay, das ist gleich. Oh shit. Das ist gleich automatisch Nein. Okay.
Ah. Yay. Ein Geheimgang. Oha. Grün und rot. Oh. Mit so einer Art Dämonenwelt. Okay, das Spiel nimmt ja Drehung und Wendung an. Das sieht mir doch sehr alienmäßig aus hier. Oh wow, ach du Scheiße, was ist denn das? Okay, interessant. Oh, speichern. Sehr gut. Vielleicht ist ja der Entwickler irgendwo hier zu finden. Na gut, schauen wir uns das mal an. Das hier. Oh, okay. Sieht so aus, als würde hier etwas fehlen. Ah, okay. Schleimmonster, ja. Augen. Schön. Was ist denn das für eine Welt? Ah, oh, Cthulhu lässt wieder grüßen hier. Freak is this. Sieht auch sehr Dead Space-mäßig aus. Oh, hier. Das große Tor. Oh, das ist die Rose aus dem Haus. Dieses Teil fehlt mir. Das fehlt mir. Aha. Das hier sieht ein bisschen aus wie Predator-Sprache. Was haben wir hier? Ah, oh, geschmolzen. Würde hier was fehlen. Stacy, was sollen wir tun? Ach, da ist ein Tor. Durchgang. Aha. Am Ende ist dann der Hase der Entwickler. Der Hase der Entwickler, ja. Könnte sein, ja. Oder das Monster. Sind wir geschrumpft? Death. Der Tod. Habe ich nichts gefunden mit Tod. Mir fehlt auch was.
Wieso machst du kein Licht an? Hä? Was ist denn jetzt das Licht aus? Vom Anfang? Ja, das wäre auch möglich. Beide sind nicht auszuschließen. Ja, ja, eben. Das, was er jetzt erzählt hat in der letzten Diskette, da habe ich mir gedacht, das könnte schon so sein. Ja? Dass der das ist. Der Herr, ich habe hier null Licht. Okay, da leuchtet irgendwas, ist alles hier so. Ah, ah, holy shit, ey. Oh, hell no. Wow, oh, jetzt habe ich das verstanden. Holy shit. Och nö. Was, von der anderen Seite verschlossen? Ah, darum ist ja auch so dunkel. Zieh ab, ey. Ah, ich verstehe. Du sollst dich verziehen, ey, hab ich gesagt. Was ist hier? Boah, oh Gott, das sind zu viele. Oh, ich brauche ein Upgrade, das dauert ja zu lange. Oh Gott, das ist ja alle. Oh, nee. Wie viele denn noch? Ich kann da nichts machen. Das ist meine Scheiße wieder. Nein, das ist große Scheiße. Jetzt muss ich gleich mal gucken, dass das Licht hier ausgeht. Warte mal. Also eins müssen wir schaffen. Ja, von hier bin ich gekommen. Zwei. Drei. Wait, what? Was? Warte mal, das hier geht doch auf, oder? Ah, ja, 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 okay. Ja klar, eins. Komme ich aus. Zwei, ja, ja. Und drei, genau, drei. Aha, aha. Ja, das sind die, die uns hier folgen. Und dann gehen hier das Tor auf 1, 2, 3, 4. Hier? Na gut, das vierte bekommen wir dann wahrscheinlich dann. Da ist auch noch irgendwas drin hier. Na, hier. Irgendwie sehr. Gefährlich aus. Warte mal, da müsste jetzt gleich das Licht ausgehen, oder? Ja, hier geht's aus. Shit. Okay, ich will einfach rennen. Ich höre das schon. Komm schon, Stacy. Du bist die tougheste Frau auf dem Planeten. Oh, ich wäre wahrscheinlich schon längst gestorben hier drin. Wohin? Links, rechts, rechts, links. Hier rüber. Oh Gott, ich habe schon wieder tausend solche Viecher hinter mir. Boah, ihr Freaks.
Oder soll ich jetzt hier so ein Wunder vollbringen? Are you kidding me? Ja, das ist scheiße. Lass mich. Oh, der Scheiße. Nein! Okay, ich muss wahrscheinlich wieder erst eine Quelle finden. Okay, noch ein paar Versuche, dann mache ich aber aus. Quelle finden, sodass Licht kommt, dass die mir nicht aufs Schwein gehen. What? Gut, dass ich das gemacht habe. Oh! Von wem? Das müssen wir uns natürlich noch angucken. Wer ist denn das? Auf jeden Fall kein Entwickler. Von Kenneth. Lass mal hören, Kenneth. It's pitch black down here and I can't see anything. My flashlight keeps shutting off randomly and won't turn back on. There are creatures down here, but I can't see them without the device I found. Nothing seems to harm them, but they are sensitive to light. They are attracted by sound. If you find yourself down here, keep quiet, move slowly, and pray that you have some source of light. Aha. Ja, aber wenn ich die anblitze, die fallen um, macht das Krach und dann kommen die anderen noch dazu. Es ist stockdunkel hier unten und ich kann überhaupt nicht sehen. Meine Taschenlampe geht ständig aus und lässt sich nicht wieder einschalten. Hier unten sind Kreaturen, aber ohne das Gerät, das ich gefunden habe, kann ich sie nicht sehen. Nichts kann sie verletzen, aber sie sind lichtempfindlich. Sie werden von Geräuschen angezogen. Wenn du hier unten landest, verhalte dich leise, bewege dich langsam und bete, dass du irgendeine Lichtquelle hast. Okay, jetzt mache ich gar keine Geräusche mehr. Aber ich bin ja irgendwie im Wasser, das macht ja... Also es wäre gut, wenn das wirklich funktionieren würde und helfen kann. Weil sonst wäre es natürlich unfair. Hier ist der Pfeil. Hier müsstest du wirklich richtig Licht einschalten und dann vertrocknen die alle. Ah! Jetzt kommst du auch direkt in mein Gesicht gerannt. Ja, aber das ist doch scheiße. Oh, warum kannst du denn nicht losrennen, du Nuss, ey? Oh, Stacy, ey. Na, das wird schon ganz schön knackig hier mit dieser Dunkel... Im Dunkelzeug. Naja. Ja, was ist, wenn ich jetzt hier... Da kann ich das Licht nicht einschalten. Können wir richtig schleichen?
Also mehr Stealth geht nicht. Das ist absolute Maximum. Oh, hier am Gitter bin ich. Auf der anderen Seite verschlossen. Scheiße. Aber hier können wir die Treppen sehen. Ja, das wird schon wahrscheinlich so gemacht sein, dass die dann sich trotzdem ablösen. Okay, wieder ins Wasser. Kann man die denn eigentlich irgendwo sehen, dass sie sich ablösen? Oh shit. Das ist ja okay. Also das hilft dir nur bis zur zweiten Treppe und dann kannst du es wieder vergessen. Also du musst das Ding einsetzen. Schade, es wäre cool gewesen, wenn du wirklich stealth-mäßig da rumrennen kannst. Also, na, leise. Oh Mann, warum sind das immer gleich so viele Gegner so übertrieben? Gerade bei so einer Sache. Ich hab mich schon angeschissen hier, what the fuck? Ich weiß gar nicht, ob man das... Nur betäuben ist schon ein bisschen schwach. Are you kidding me? Was soll ich denn hier machen? Da lang? Oh Gott, ist es Cthulhu gewesen? Scheiße. Oh Gott, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Beeil dich. Mach doch mal drauf das Ding. Mach. Oh Gott. Hä, bin ich jetzt im Kreis gegangen? Hab das andere Ding geöffnet? Alter.
Ich meine, ich bin doch glatt eingelegt. Ey, das geht nicht. Ich erleide den Tod. Ich werde verfolgt von irgendwelchen Schlapperviechern. Du musst gucken, ob da noch mehr kommen. Ey, verzieh dich, Mann. Das gibt's doch nicht, ey. Ich gehe mal zu Cthulhu. Was ist das? Nein! Geh weg! Ach, geh doch mal weg, ihr... Ach nee, das ist scheiße mit Festhalten. Das finde ich, find ich unfair. Ach, das ist doch Bullshit, ey, sowas. Oh, das finde ich scheiße, ey. Das hat es aber jetzt nicht gespeichert, ne? Nein. Na gut, ein bisschen Übung und dann... Die Sachen sind wahrscheinlich hier drin. Irr. Dann kann man das denn hier öffnen. Naja. Die werden wahrscheinlich am Ende noch lebendig. Obwohl, hier ist ja Licht. Na gut, es sei denn, es geht aus. Oder wir können die Lichter dazu bringen. Ja. Na gut, haben wir schon mal einen Vorgeschmack. Wir haben nochmal speichern. Dann war es das jetzt. Spiel gespeichert. Gut, Game of Thrones Ladies, das soll es jetzt gewesen sein mit einer weiteren Runde Suffer the Night, ja, und wir erleiden hier wirklich Qualen der Dunkelheit. Ja, wie viel sind das jetzt insgesamt? So 5, 7 solche Viecher. Das müsste sich wirklich ein bisschen schneller aufladen. Vielleicht gibt es noch eine Verbesserung. Ja, und ich werde mir mal anschauen, wie man die eine Karte irgendwie hätte bekommen können und die andere jetzt. Naja. Da müssen wir nochmal gucken. Ich schaue mir das mal in Ruhe an. Und wenn ich was gefunden habe, dann werfe ich das mal im Stream ein, was man da hätte machen müssen. Wenn man es noch machen kann, versuche ich es. Wenn nicht, dann lege ich es halt bloß so mit. Und ich bin todmüde. Alles klar, wir verabschieden uns jetzt auch in das andere Reich des Schlafens. Irgendwie Inspiration holen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Also sehr interessanter Kontrast mit dem Hasen jetzt hier in der abscheulichen Dämonen-Schlabberwelt. Naja, schauen wir mal, wie wir dann durch die Dunkelheit kommen. Dann müssen wir die Zeiger finden und ja, Weg ist eigentlich klar, was dann kommen soll. Nur wie das sich gestaltet, das finden wir beim nächsten Abenteuer raus. Gut, da war es jetzt und vielen Dank für alle mit zum Reinschauen oder Nachschauen oder später auf der Tube. Vielen, vielen Dank. Ansonsten, ja, lasst gerne mal einen Kommentar da, wer das Ganze, wie ihr das findet zum Spiel, was ihr von der Story denkt. Wäre auf jeden Fall mal interessant zu lesen. Gut, okay, ja. Dann angenehme Nachtruhe, kommt gut in den nächsten Tag und dann sehen wir uns bei der nächsten Live-Schalte wieder mit mir, eurem Gastgeber Twitcher, live aus der Gaming Lounge. Dankeschön, macht's gut. Ich schlaf gut. Und ich hoffe, du hast die Zahl in Discord reingeschrieben. Ja, bis zum nächsten Mal. Das war's jetzt. Danke für die Aufmerksamkeit und...